Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mundaun. Die letzte Folge haben wir damit beendet, dass wir mit dem Pfarrer Jeremias gesprochen haben. Er wirkt noch etwas suspekt auf mich. Denn die Leiche unseres Opas ist nicht im Grab. Er meinte, er konnte sie nicht mehr retten und generell wirkt er etwas, ja, geheimnisvoll, würde ich fast sagen. Mittlerweile hat uns die Nacht erreicht. Ein klarer Sternenhimmel bei Vollmond kann nichts Gutes bedeuten. Und die nächste Aufgabe ist es, im Haus vom Großvater zu übernachten und die Gedenkkerze oder seine Taufkerze auf dem Fenstersims zu stellen und anzuzünden. Wir machen das natürlich, doch ich habe ganz stark die Befürchtung, dass uns hier noch eine böse Überraschung blühen wird. Aber wir kommen ja nicht drum herum. Standen die vorhin schon die Kerzen oder sind das hier ist das die Straßenbeleuchtung im Spiel? Ich habe Angst, dass etwas passiert, denn wir laufen auf einmal ganz langsam. Ah, ich weiß es, ich wusste es doch. Kam da gerade jemand aus dem Strohballen, natürlich, Entschuldigung. Ach du Scheiße, was ist das? Ein Strohmann von der Polizei. Ach du Scheiße. Ja, wir haben aber auch absolut nichts, um uns zu wehren. Es sei denn, wir können hier diese... Ja. Sehr gut. Ich hatte mir nämlich die letzte Folge nochmal angeschaut und gesehen, dass ich mich zwar hier auf die Bank konzentriert habe, aber das Teil nicht gesehen habe. Ich weiß nicht, ob wir es hätten damals schon aufnehmen können. Aber ich glaube, es gibt auch keine bessere Waffe gegen Strohmänner als... so eine Heugabel, Mistgabel, wie auch immer. Ich glaube, wir kommen nicht drum herum, uns mit ihm anzulegen. Der erste Kampf. Solange es nur der eine ist. Jetzt hat er uns gesehen. Einige Dinge verursachen Angst. Dies kann dich sogar verlangsamen. Was hat er gemacht? Er hat uns mit Stroh eingestroht. Beinerei, piekst den. Ich kann irgendwie nicht angreifen. Gott. Wir sind tot. Warum das? Trauriges Ende. Mal schauen, wo wir jetzt wieder rauskommen. Ich hoffe doch in der Kapelle. Ich dachte, wir können ihn angreifen, aber ich konnte gar nichts machen. Entweder müssen wir uns wirklich ranschleichen. Beziehungsweise den schon treffen, bevor er uns mit seinem Strohzeug da einwickeln kann. Da ist er, die Schweinebacke. Ja. Große Ausrüstung durchhalten. Wir haben nur das eine gedrückt halten, dann loslassen. Ach, gedrückt halten. Alles klar, ich habe wie verrückt auf die linke Maustaste gedrückt. Aber natürlich nicht gedrückt gehalten. Hört er uns? So sieht's doch besser aus. Oh Gott, der steht wieder auf. Warum? Müssen wir nochmal drauf einstechen? Ich glaube, jetzt haben wir ihn besiegt. Oh Gott, wir müssen ganz schnell ins Haus. Ich möchte jetzt hier nicht reingucken. Da waren wir, glaube ich, auch schon drin. Da steht der Schlitten, ne? Genau. Ach du Scheiße, von wo? Wo denn? Entweder dürfen wir hier nicht in das Stroh laufen oder ich sehe ihn gerade nicht. Heilige Scheiße, jetzt geht's hier richtig los im Spiel. Und glaubt mir, das ist immer noch mal was anderes, wenn man das mit Headset spielt. Als wenn ihr, ach da ist er, als wenn ihr euch das da auf eurem Handy anguckt, ja? So, na komm her, mein Freund. Ja, wir sind so langsam. Weiß nicht, was das Ding für eine Reichweite hat, aber wir sind schon wieder fast tot, ne? Nein, es hat nicht getroffen. Jetzt haben wir ihn getroffen. Ich glaube, der wird gleich wieder aufstehen, ja. Die Heugabel ist kaputt. Na geil. Nein.
Zweie. Scheiße, wir müssen ins Haus. Wir sind gleich wieder tot. Lauf, Forrest. Lauf. Ach du Scheiße. Nein. Ich glaube, wir überleben nicht. Was ist denn das für eine dumme Heugabel? Oh Gott. Zweimal zustechen, kaputt. Was hat sich das Spiel dabei gedacht? Jetzt sind wir wieder tot. Läuft ja richtig gut hier, oder? Also ich glaube, wir sollten idealerweise wirklich direkt zum Haus. Tut mir leid für die zwei Tode, aber was soll ich tun? Ihr habt selber gesehen. Mir blieb keine andere Wahl, als wegzurennen. Das kann ja witzig werden. Eine Heugabel, die nach zweimal zustechen kaputt geht. Lass es vielleicht auch dreimal gewesen sein. Also entweder sollen wir einfach noch nicht kämpfen oder wir sollen doch schnurstracks erstmal ins Haus. Also den würde ich schon mal ganz gerne per Schleichangriff erledigen. So wie wir das gerade eben schon getan haben. So, jetzt müssen wir gleich nochmal spannen und zack, nochmal rein. Und jetzt rennen wir aber nach Hause. Renn schneller. Ach, schon wieder. Geh weg. Ich hoffe mal, dass Rennen der richtige Weg ist. Dass die uns jetzt nicht hier zu Hause... Oh, da ist der nächste. Ach du Scheiße. Jetzt wissen wir auch, warum die Kapelle verbarrikadiert wurde. Überall Strohmänner. Und zu hier. Können wir noch abschließen? Das war wirklich mal kurz aufregend. Radio mach mal aus, da habe ich gerade gar keine Lust. Können noch mal aus dem Fenster schauen. Mist, hier drüben hatte ich alle Fenster aufgemacht. Sind wieder zu, okay. Da ist er. Ich hoffe mal nicht, dass der jetzt zum Haus kommt. Eventuell ist ja diese Taufkerze auch sowas wie ein Schutz. Ein Schutzritual. Oh oh. Kommt der jetzt die Tür rein? Ja, wir konnten nicht abschließen. Ich hab's probiert. Am Hang daheim. Wehe, der kommt jetzt hier rein. Wenigstens einen sicheren Ort im Spiel, bitte. Naja, wir werden wahrscheinlich in unser altes Kinderzimmer gehen sollen. Da stand ja auf jeden Fall auch ein Bett. Und wir sollten die... Obwohl, hier ist keine Matratze drin. Sieht auch nicht so aus, als könnten wir uns da jetzt reinlegen. Hier war ja alles zu. Verhörstuhl mit der Lampe drüber. Wir hatten doch irgendwo... Hatten wir ein Bett. Hier war bloß das Kriegszimmer mit dem komischen Schloss. Ich könnte wahrscheinlich auch... Nee, ich glaube nicht, dass wir die Tür einstechen können. Ich schlafe einfach in der Badewanne. Wusste gar nicht, dass hier noch eine Tür ist. Naja, dann lasst uns mal schauen. Irgendwo müssten wir ja schlafen können. Halt erstmal die Kerze ins Fenstersims stellen. Hier ist das Bett. Und das sieht mir nach Fenstersims hier aus. Dann. Einige Gegenstände. Na genau. Nein, nicht Fenster aufmachen. Jetzt. Platziere einen Gegenstand vom Inventar. Die hier. Können wir das wieder zumachen? Das wäre mir dann so doch lieber. Ja, und dann gehen wir direkt mit der Mistgabel ins Bett, oder? Ein weiteres Rätsel. Wir haben die Kerze falsch hingestellt.
Er sitzt halt hier. Schaut Richtung Berge. Ich weiß nicht, ob wir ein Fenster haben, was genau dorthin guckt. Könnten natürlich auch einfach alles ausprobieren. Könnte zwar unser Haus sein, obwohl ich glaube nicht. Und ein Schneemann, was haben wir hier? Schlittenfahrt? Mal gucken, ob wir ein Bild finden, wo eine Kerze drauf ist. Da steht sie doch. Rechts ist der Eingang. Also würde ich sagen, doch das Küchenfenster, oder? Cool. Ist das rechts der Eingang? Schlafzimmerfenster, aber auf der mittleren. Ich glaube, wir haben es nur eins zu weit links gestellt. War man nah dran? Nein. Hallo? Könnten Sie bitte... Danke. Dann kommt sie eben hier hin. Zumachen würde ich das trotzdem. Ich hoffe, es reicht. Sie steht doch im richtigen Ort. Ist doch das Schlafzimmerfenster. Weiß nicht, ob das Fenster offen sein muss, aber ich habe eigentlich keine Lust, bei offenem Fenster zu schlafen. Da werde ich noch krank. Alles klar, anscheinend doch. Wer würde es nicht machen, wenn draußen so eine gruseligen Figuren rumrennen? Einfach Fenster direkt neben Bett offen lassen, im Erdgeschoss. Gar kein Problem. Was ist denn das? Okay. Ist vielleicht ein Fetisch? Falls ein gruseliges Monster in der Nacht mit mir kuscheln kommt, legt es erstmal auf die Dinger drauf. Das hoffe ich auch. Oh. Hoffentlich werden wir jetzt nicht geweckt von Besuch im Haus. Hallo? Nee, sieht gut aus. Eine Kerze ist nur abgebrannt. Ich dachte schon, sie wurde mitgenommen. Erstmal Fenster wieder zu, weil es regnet. Wir haben die erste Nacht überstanden. Wir kommen anscheinend nur nachts raus. Oh Gott, hier klopft ja jemand. Ich hab's voll spät erst gesehen. Ich hab's zwar gehört, aber hab irgendwie aufs Radio geguckt. Kleines Mädchen. Guckt ein bisschen gruselig. Das Mädchen draußen suchen. Ja, super. Ich möchte das nicht suchen, wenn die Viecher hier draußen unterwegs sind. Ich dachte, die kommen nur nachts raus. Jetzt macht es natürlich aber auch Sinn, dass wir alles Stroh abgebrannt haben. Ein Kaffee hätten wir wahrscheinlich... Ich weiß nicht, ob das ein dauerhafter Perk ist sozusagen. Oder Buff. Angstresistenz erhöht stand übrigens da. Konnte ich ja in der Folge davor, glaube ich... nicht so schnell lesen, wie es da stand. Ah, das war auf jeden Fall das kleine Mädchen von oben. Aber da draußen rennt halt immer noch der Strohmann rum. Weiß nicht, ob wir die Ziege mal reinholen wollen. Ist halt echt doof mit der Mistgabel. Ja, jetzt können wir noch ein oder zweimal stechen, dann ist die kaputt und dann haben wir einfach gar nichts mehr zum Wehren.
Jetzt haben wir den auch noch aus den Augen verloren. Ja, sehr viel mit Essen ist leider auch nicht. Zweiter Tag. Wenn wir die vielleicht auf... Komm mit rein, komm. Hey. Denk mal, die Ziege wird zum Mädchen rennen. Ist der jetzt weg, der Strohmann? Es wird spannend. Ja, ist doch gut, ich komm doch mit. Zeig mir den Weg. Ach, da ist sie, die Kleine. Die baut anscheinend immer schöne Sachen. Ein Flieger hat man schon, jetzt haben wir ein Schiff. Rede mal mit uns. Vielleicht ein bisschen einschüchternd mit der Gabel hier in der Hand. So, was haben wir jetzt hier? Das sieht mir doch aus wie der uns die Hand verbrannt hat. Aber Ziege, na, der ist wahrscheinlich nur betrunken. Betrunken im Haus. Und die kämpfen gegen den bösen Mann. In Gottes Namen. Aber was das uns genau sagen soll... Ich weiß es nicht. Ich hoffe mal, dass die Strohmänner jetzt doch weg sind, dass die wirklich nur nachts kommen. War vielleicht noch so ein bisschen früh, als wir aufgestanden sind. Okay, da schläft die Ziege. Wir können uns bewegen. Wer ist er? Im Haus wird nicht geraucht. Und das ist der betrunkene Mann. Okay, also wir sind... in dem Szenario, was die Kleine uns auf das Boot gemalt hat. Oder aus Papier. Würde ich auch sagen. Was passiert hier? Das ist das kleine Mädchen wieder. Sie macht mir Angst. Hey, ich glaube, wir kriegen unsere Laterne. Oder auch nicht. Hier auch nicht? Nein. Mal schauen, wo er uns hinführen wird. Vielleicht kriegen wir ja das Gewehr von ihm. Wo es ja eigentlich eher so eine Erinnerung gerade in der Vergangenheit ist. Oder ein Traum. Wie man es auch nennen mag. Dann müsste aber definitiv bald ein Strohmann uns auftauchen. Nun ja, und wohin uns dieser Weg hier führen wird, sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen. Mittlerweile wird es schon etwas gruseliger, aber alles noch in einem guten Rahmen. Da haben wir den mit dem Kreuz. Ich glaube, hier hinter wird es uns erwarten. Morgen 12 Uhr geht's weiter. Bis dahin, macht's gut.